Einmal Skilift wird evakuiert, ey. Einfach wegen Wind. Aber es ist gar kein Wind, ich verstehe nicht warum. Es ist gar kein Wind. Ist Wind? Nee. Also, hier passieren zu viele Sachen. Ich vlogge jetzt mit dem Handy. Junge, was passiert da? Was passiert da? Ey, ich glaube, ich mache einen Trick. Moin, lass mich auch vorbei. Moin. 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 Es gab zwar nicht so viel Content mit Skifahren, aber wir sind jetzt hier im Hotel. Also nicht im Hotel, aber beim Hotel. Wir gehen jetzt den Käfflein trinken, was essen. Und morgen gibt es auch nochmal Action mit GoPro, mit Kamera. Und ja, heute war ein bisschen wuselig mit dem Wind, aber morgen wird das hoffentlich besser. Ich melde mich dann heute oder morgen. Bis dann. Ciao. So. So Leute, wir sind jetzt hier im Hotel. Es ist gerade 10 Uhr morgens, fast 20 vor 10. Und wir fahren jetzt gleich Ski. Es regnet. Es hat 30 cm Neuschnee in Kappel. Wir sind jetzt nämlich in Kappel. Hier ist unser Hotel. So sieht unser Hotelzimmer aus. Und dann fahren wir jetzt mal hoch. Ich nehme die GoPro mit und dann die Sicht ist zwar ziemlich, ziemlich schlecht. Und da ist Vincent Abi. So Leute, wir sind jetzt hier in der Gondel in Kappel mit Vincent. Moin. Und ja, es regnet hier noch ein bisschen, der Schnee ist noch etwas schlecht. Aber wir schauen jetzt mal weiter oben. Es sollte ab 2000 Meter schneien und Powder liegen, 30 cm. Mal gucken, wie es wird. Der Tag wird, ich schnall die GoPro an und dann geht's ab. So Leute, der Vinci filmt jetzt was mit der, der Vincent filmt jetzt was mit der Kamera, mit der geilen. Es ist immer noch so wenig verfahren, die glätzen kaum. Eure Lawine! Geh auf Zeit, Nora! Der Hang kommt, der Hang kommt, der Hang kommt. Das war knapp. So Leute, ich melde mich mal. Ihr habt sicher schon ein paar Clips gesehen. Ich habe die wegen der GoPro so. Vincent, was sagst du zum Tag? Super Tag. Macht sehr viel Spaß. Ja, ist wirklich geil. Die Liftschlange ist original null. Da stehen einfach keinerlei Leute an. Es ging zwar sehr viel Lawinen runter, weil es ja die letzten Tage Sturmböen gab und deswegen ist alles Eis geworden ist, verweht hat und jetzt Neuschnee drauf gegangen ist. Hat ungefähr so 30 cm geschneit. Ist richtig geil. Ja, und ist zwar gefährlich, aber
Die Sicht ist jetzt auch eigentlich ganz gut geworden. Oh, hier sieht man nochmal, was für Schneemassen das eigentlich sind. Alter, was habe ich hier für ein Brett aus? Also wäre ich hier unter in das Teil oder so gegangen, dann wäre ich safe zur Hälfte verschüttet gewesen. 100%. Und scheiße wäre mit dem Kopf. Aber Vincent hat zum Beispiel schon sehr viel Lawinenkurse gemacht, deswegen kann er mich auch ausgraben. Das ist gut. Und ja, hier ist noch die andere große Lawine. Die ist auch riesig. Die ist echt big. Ich habe es jetzt geschlossen, weil es weht nur noch und das Ganze macht keinen Sinn. Und es weht so stark und der Schnee ist ziemlich hart, der Powder, weil es so stark weht. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, fahren wir runter heim, weil es ist schon 15 Uhr und die Lüfte schließen hier kurz vor 4. Und wir fahren jetzt hier noch ein bisschen Powder und ja. Langsam, langsam, langsam! So Leute, das war's jetzt mit dem YouTube-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like und einen Kommentar da. Vincents Insta ist verlinkt hier unten rechts. Schaut da vorbei, schaut auch bei meinem Insta hier vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, das voraussichtlich wieder ein Fahrradvideo wird. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.